MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wenn das stimmt, wobei, ich könnte es mir eigentlich nur denken, dass es 7 Liter sind, weil, wenn ich es jetzt hochrechne, verbrauchen wir bei 120 km/h 8,3 Liter. So, ich zwinge den anderen jetzt zur Bremse. Oh, Motor ist aus. Scheiße. So, du bremst aber jetzt, mein Freund. Ach ja, wir sind ja schon in Belgien. Und in Belgien darf man 90 km/h mit seinem Anhänger, Entschuldigung, mit seinem Trailer fahren. Also mit dem LKW. Das Ganze einfach mal zu pauschalisieren. Kennt ihr das Video, wo der arme Typ seine Frau weckt, weil so ein LKW aufgeladen ist? Und die Frau denkt natürlich, krasser Gegenverkehr. Guckt euch diesen Lümmel an. So, den ziehen wir jetzt ab. Wobei, er wird schon fast langsam schneller als wir. Ich gehe schwer davon aus, dass er deutlich mehr Leistung hat. So, 90 km/h habe ich gelockt. Dann kommen wir auch schön weit damit. Wie habe ich den ETS vermisst? Auch einfach mal still durch die Gegend fahren und so, es macht einfach Bock. Es ist schön. Es ist schön, wieder auf dem Bock zu sitzen und wirklich zu sagen, man könnte hier so chillen, gemütlich durchfahren. Schön, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Und der Mod gefällt mir auch. Also wenn der Mod das bewirkt, was wir hier sehen, dann gefällt er mir. Wir fahren in Richtung Reims. So, einmal ganz kurz die Bremse angetippt. Sonst rasseln wir nämlich hier hoch und haben nachher alles kaputt. Wäre nicht so schön. Was wir immer bedenken müssen, der Trailer, der dranhängt, also der Auflieger, ist unserer. Das bedeutet, jeglicher Schaden, den er bekommt, müssen wir bezahlen. Wir haben das Ding gekauft. Ich finde es episch, dass sowas geht. Also wirklich. Aber es kann natürlich zu epischen Kosten führen. Wir haben ja unseren LKW, den wir schon finanziert haben. Und dazu jetzt noch den Trailer, der in der Finanzierung mit drin ist. Und dazu sind jetzt noch laufende Kosten wie Sprit drinne und was haben wir noch da drin? Reparatur, Verschleiß und. Also wir müssen uns jetzt echt hier im ETS um einiges kümmern und dafür muss Kohle rein. Kohle muss ran, definitiv. Ich werde auch in der Werkstatt demnächst das Getriebe reparieren lassen, weil das mir auf den Sack geht und den Motor. Wenn am Chassis was ist, dann ist was am Chassis, dann ist es mir jetzt auch egal. 39,7 Liter, wir haben einen echt guten Verbrauch mit diesem Scania. Ich bin aber ehrlich gesagt gespannt, was man da noch rausholen kann. Also ich denke, wenn wir 80 fahren, haben wir einen niedrigeren Verbrauch, definitiv. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich würde am liebsten rechts fahren, aber rechts der Kollege ist langsamer als wir oder gleich schnell und wird die ganze Zeit abgebremst von dem LKW vor ihm. Er kann aber nicht links rüber, weil wir links fahren. Und hinter ihm ist noch einer. Den haben wir ja gerade eben schon überholt. Das ist so ein richtig fieser Teufelskreis, glaube ich. Entweder fahre ich schneller oder bleib einfach auf der linken Spur. Wenn es euch nicht nervt, bleibe ich links. Bleiben wir einfach hier und uns passiert nichts. Ich glaube, das ist so die beste Lösung des Tages. Hab ich das vermisst? Ich würde ja auch am liebsten nochmal ein paar andere Spiele zocken. Aber ich weiß momentan gar nicht so was. Es kommt so viel Neues raus. Ich weiß nicht, ob ihr Interesse an Formel 1 2018 habt. Da bin ich mir unsicher.
Ich weiß auch nicht, wie viele von euch es holen würden, dass ich sagen würde, gut, wir machen so Community-Rennen oder so. Ich kündige das an, wir fahren dann gemütlich die Rallye mit dem Discord-Server und so. Also richtig schön gemacht halt. Oh, wieder ein schwerer Unfall. Wieder ist die Feuerwehr mit verwickelt. Nein. Oh. Drei Fahrzeuge ineinander. Ja, ich würde sagen, da könnt ihr ja froh sein, dass die Jungs noch leben, die da drin sind. Vielleicht. Wenn überhaupt. So. Willkommen in Paris. Der Stadt, wo sie schnell ihr Geld loswerden. So, noch mussten wir nichts bezahlen. Die Kosten werden erst, also die Preise werden erst gemacht, wenn wir am Ende der Mautstrecke sind. Boah, das habe ich in Italien gehasst. Wir sind ja letztes Jahr zur Toskana gefahren in Italien. Und, boah, Leute, ich schwöre es euch. So viele Mautstellen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hintereinander, voreinander. Da mal 3 Euro, hier mal 10 Euro. Alle Achtung. Also da wird Tourismus wirklich abgezockt. Ekelhaft. Schämt euch, Italien. Wirklich. Also finde ich überhaupt gar nicht lustig und auch überhaupt gar nicht schön. Dass ihr sowas mit euren Touristen macht, ist tatsächlich meiner Meinung nach Abzocke. Vielleicht mache ich auch Montag einen Livestream. Das wäre auch cool, oder? Das wäre jetzt heute, morgen, übermorgen ETS haben und Montag machen wir einen ETS-Livestream oder ein My Summer Car-Livestream, sowas in die Richtung. So, ganz kurz nochmal hier den Schwung genutzt, weil ich da vorne langsamer wurde durch den Motorschaden. Den müssen wir auch noch beheben. Nur durch den Trailerkauf haben wir jetzt nur noch an die 40.000 und ich glaube, das ist sehr, sehr teuer, was wir hier kaputt dran haben. Ich meine, die Reifen und so, die können jetzt verschleißen ohne Ende, das ist mir eigentlich relativ egal. Auch wenn die 100% Verschleiß haben, also erreicht haben, ist das auch egal. So, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 39,5 erreicht. Sehr gut. Vielleicht halte ich euch auch auf dem Laufenden, was den Spritverbrauch des Mustangs angeht, auf Instagram. Also jeder, der Instagram hat, ich freue mich natürlich, wenn jeder Einzelne da auftauchen würde. Und zwar unterstrich Hubifan unterstrich, so heiße ich da. Weil irgendeiner meint, Hubifan zu heißen auf Instagram. Ich weiß nicht, was er sich da für, also was er da erhofft oder so. Aber ich bin das auf jeden Fall nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Falls ihr dem folgen solltet, folgen und dem richtigen Ruby-Fan folgen. Ich freue mich wenigstens richtig darüber. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Alles gut. Alles unter Kontrolle. War jetzt nur ein bisschen zu flott. 29 Euro für die Maut. Ist okay. Finde ich. So, rechts geht's nach Calais, links nach Calais, rechts nach Paris. Wir fahren rechts rum. Hoffentlich kommt jetzt gerade keiner. Oh, ja. Vor uns Polizei. Heißt, wir sollten uns definitiv nichts zu Schulden kommen lassen. Wäre schade um das schöne Geld, was dann verloren gehen würde. So, ich gebe jetzt nochmal Vollgas. Dann lasse ich rollen, bis wir 80 km/h erreicht haben, ungefähr. So. Und dann fahren wir wieder gemütlich mit 80 km/h über die Landstraße nach Paris. Vielleicht
kommt noch eine Autobahn dazwischen, aber ich glaube nicht. Schön. Das Umspannwerk sieht geil aus. Was geil wäre, wenn es zwischendurch so Funken wirft oder so. Auch das typische Geräusch wäre geil. Dieses Surren oder was es da auch immer macht. Wäre schon cool, wenn man das auch hier hören würde. Also so ein bisschen detailreicher. Die Umgebung gestalten. Das wäre schon sehr geil. Der Gag ist ja, man fährt die Strecke vor dem Update und wird dann zurückgesetzt. Und wenn man da zwischendurch getankt hat, dann ist der Tank zwar voll, aber man kriegt die Kohle nicht zurück. Vielleicht braucht man diese Spritfüllung ja gar nicht sonst. Man fährt mit dem Schiff. Die Kosten sind weg. Das ist so krass. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue ETS 2 Add-on. Sah schon sehr interessant aus und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste ATS-Add-on. Ich weiß gar nicht, habt ihr noch Bock auf einen American Truck Simulator? Ich finde den ja eigentlich cool, nur damals hatte keiner Lust drauf, ihn zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wenn es keiner sehen möchte, dann fahre ich den lieber privat. Was ist hier links los? Ah, okay. Das Ordnungsamt hat zugeschlagen. Schlecht gerechnet, Junge. Ganz schlecht gerechnet. Ich denke mal, der dachte, ah, komm, der ist gleich weg. Tatsächlich schaffen wir einen Durchschnittsverbrauch von 39,4 Liter. Den Durchschnittsverbrauch haben wir jetzt um einen ganzen Liter unterboten, so gesehen. Wir hatten vorher 40,4 und sind jetzt bei satten 39,4 Litern. Das ist echt gut, muss ich zugeben. Bin ich der Meinung. Was ist jetzt los? Stehendes Bild ist nicht gut. Okay, das Spiel ist abgestürzt. Ich weiß nicht warum, aber ich gucke gleich.